Herr Präsident, Frau Ministerin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Umwelthaushalt umfasst für 2019 rund 2,3 Milliarden Euro. Das sind 288 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Frau Ministerin hat es gesagt. Dieser Aufwuchs ist in Teilen sehr wünschenswert. Ich begrüße etwa das Bundesprogramm Biologische Vielfalt plus 5 Millionen oder den neuen Wildnisfonds mit 10 Millionen Euro. Als Jäger und Naturschützer weiß ich, wie viel Arbeit in die Pflege und die Hege unserer deutschen Naturlandschaften gesteckt wird. Andererseits sehe ich mit besonderer Skepsis den erneuten erheblichen Aufwuchs für den Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland. Hierfür sind rund 457 Millionen Euro vorgesehen. Bevor wir unsere sauer verdienten Euros in ein fehlgeleitetes Klimaschutzdenken ins Ausland exportieren, die Euros und das Denken, sollten wir die Sinnhaftigkeit der Klimapolitik hier in Deutschland auf den Prüfstand stellen. Es drohen Dieselfahrverbote in Städten von vitaler Bedeutung. Ausbaden werden das in erster Linie Berufspendler, die sogenannten kleinen Leute, aber auch Handwerksmeister und Inhaber mittlerer Betriebe. In Frankfurt beispielsweise soll die ganze Innenstadt großflächig Sperrzone werden. Im Vertrauen auf bestehendes Recht wurde das Dieselauto angeschafft. Für viele eine Großinvestition. Nun müssen sie erfahren, ihr legal erworbenes, amtlich zugelassenes Dieselfahrzeug verliert durch staatliche, nachträgliche Regeländerung gewaltig an Wert. Das ist staatlich sanktionierte Enteignung. Aber nicht nur der einzelne Autofahrer ist getroffen, nein, die ganze Automobilbranche. Und mit ihr steht und fällt der wirtschaftliche Gesamterfolg unseres Landes. Machen wir später wieder. Kern der Problematik sind die 2008 von der EU festgelegten Stickstoffoxid-Grenzwerte. Sie sind gelinde gesagt willkürlich und widersinnig. Für die Außenluft in der EU sind übers Jahr 40 Mikrogramm NO2 je Kubikmeter festgelegt. In den USA 103 Mikrogramm. Für Arbeitsplätze in Industrie und Handwerk in Deutschland 950. Und da steht man ja immer in 8 Stunden am Tag. In der Schweiz sind 6000 Mikrogramm. Und inzwischen hat es sich herumgesprochen, ein Adventskranz mit 4 brennenden Kerzen kann bereits die Grenzwerte für NOx überschreiten. Weiter steht zweifelsfrei fest, die Belastung durch Umweltschadstoffe einschließlich Stickstoff nimmt in Deutschland seit Jahrzehnten ab. Und die Deutschen leben im Durchschnitt immer länger. Frau Ministerin, hier liegt eine überaus wichtige Aufgabe für Sie. Die Grenzwerte müssen zum allseitigen Nutzen entweder ausgesetzt oder verändert werden. Der amerikanische Standard ist ein akzeptabler Anhalt. Frau Ministerin, handeln Sie, sonst wird bald ein Mitglied einer Partei, die wirklich für die kleinen Leute kämpft, es tun, ein Mitglied der AfD. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Marie-Louise Dött für die CDU-CSU.